Hallo, guten Tag. Wie ist Ihr Name und was ist Ihre Aufgabe auf der CBT-Baustelle? Schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Seib und ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei der Ingenieurssozietät Professor Katzenbach. Und wir sind hier im Team mit 6, 7 weiteren Ingenieuren zuständig für das Thema Baugrund, Baugrube, Wasserhaltung, was eben sozusagen für den CBT hier an Spezialtiefbaumaßnahmen erforderlich ist. Jetzt haben Sie sicherlich schon viele Bauprojekte begleitet, aber was ist denn das Besondere an der CBT, am Central Business Tower hier auf der Baustelle in Frankfurt? Also da gibt es übergreifend eigentlich 3 besondere Dinge zu benennen. Einmal die Geometrie und die Tiefe der Baugrube. Das ist mit 23 bis 26 Meter Tiefe im Bereich des Hochhauses die tiefste jemals bisher in Frankfurt aufgewältigte Baugrube. Und die Geometrie ist eben nicht rechteckig oder quadratisch, wie man sich das wünscht, sondern hat eben eine sehr besondere Form. Ein weiterer Punkt ist die Lage. Zum einen mal, was die Innerstädtelage angeht im Vergleich zu der Nachbarbebauung. Wir haben hier ringsrum Gebäude stehen, die zum Teil auch einen Einfluss auf die Dimensionierung und Bemessung des Verbaus haben. Und eine weitere spannende Sache ist hier mit der Logistik und der Andienung der Baustelle. Wir haben hier 2 Hauptverkehrsadern mit der Junghofstraße und der neuen Mainzer Straße, sehr dichten Verkehrsaufkommen und auf der anderen Seite eben die Wallanlagen, die für sämtliche Zuwegungen und Lagerung von Materialien eben sankrosant sind und nicht genutzt werden dürfen. Jetzt haben Sie gesagt, wir haben hier eine besondere Baugrube. Was genau zeichnet die aus oder welches Verfahren wird hier dann angewendet? Also, die Baugrube ist eine, wie gesagt, 26 Meter tiefe Baugrube. Wir haben ungefähr einen Aushub von fast 100.000 Kubikmeter dort, den wir zu bewältigen haben. Und bei dem Baugrubenverbau, den wir hier nutzen, handelt es sich um eine sogenannte überschnittene Bohrpfahlwand. Die Pfähle sind 1,50 Meter im Durchmesser und reihen sich quasi direkt aneinander, sodass sie dann eine wasserdichte Baugrube ergeben. Die Pfähle haben die Besonderheit, dass sie nicht nur für die Baugrube, sondern auch für die Gründung mit herangezogen werden, zusätzlich zu den Gründungspfählen. Und die Baugrube muss ja gestützt werden, dass die Bohrpfahlwände und der Verbau nicht in die Baugrube kracht, sodass wir hier eine Aussteifungsvariante haben, die sogenannte Deckelbauweise. Das heißt, es werden für die Aussteifung der Baugrube bereits die fertigen Deckeldecken hergestellt, die später dann auch für das Bauwerk genutzt werden. Und das sind die Deckel über dem 2. UG, dem 4. UG und dem 5. UG. Dann danke für den ersten tollen Überblick und vielen Dank für das Gespräch, Herr Seib. Sehr gerne.